Ja, moin, hallo Leute, hier ist wieder Thorsten aus Weiß nichts Welt. Heute mit einer Sonderfolge. Zeigt mir dein PV-Angebot, so könnte man es nennen. Oder ich zeige euch mein PV-Angebot. Wobei das auch wieder, naja, oder ein Zuschauer macht mir ein Angebot, das ich auch ablehnen kann. Oder nicht ablehnen kann, keine Ahnung. Also, bevor wir zum Video kommen, möchte ich kurz mich beim Benjamin bedanken für seine Spende über PayPal. Dankeschön, Benjamin, hast geschrieben für den neuen Computer. Ein, zwei Knöpfe haben wir schon bezahlt. Der Link ist immer in der Videobeschreibung für die, die mir was spenden wollen. Vielleicht kriege ich ja meinen Computer irgendwann zusammen. Gut, Dankeschön. Also fangen wir mit dem Video an. Und zwar, ich habe ja am 27.12. mein Geburtstagsvideo, also ein Jahr, weiß nichts Welt, da war mein Kanal ein Jahr alt, gemacht. Und hatte vorher mal irgendwann eine Umfrage gemacht in der Community, in den Community News, was ihr gerne mal wissen wollt von mir und. Haben ja auch einige was reingeschrieben, habe ich auch versucht zu beantworten in der Show sozusagen, in der Geburtstagsshow. Und da hat dann aber auch der Thomas gefragt, wie das denn wäre, ob er mir nicht eine PV-Anlage anbieten könnte. Also ob er mir nicht anbieten könnte, mein Dach zu belegen. So, wer ist Thomas? Also Thomas Wahl heißt er bei uns im YouTube. Grüße an dich, Thomas. Und zwar ging es dann um die Frage, ob er mir vielleicht auch gebrauchte Module mal anbieten könnte und neue und wie das dann so wäre. Und ich, naja, gut, einfach mal ganz unverbindlich. Ist ja auch in Ordnung. Thomas macht wohl... baut wohl so bei sich im Umkreis so kleinere Anlagen, vielleicht Inselanlagen und dergleichen, hauptsächlich oder viel auch mit gebrauchten Modulen, vielleicht nicht so richtig EEG-fähig, weiß ich nicht. Thomas, du kannst gerne mal in die Kommentare schreiben, was du da genau machst und was du auch anbieten kannst, in Anführungsstrichen vielleicht für andere. Ich will dir gerne die Plattform hier in diesem Video gönnen. Und nun kommen wir mal einfach mal so ein bisschen zu den Fakten. Und zwar geht es um die Dachfläche, die ihr ja schon teilweise alle kennt. Ihr seht sie immer in meinen Videos. Und zwar geht es dann hier um das Hausdach. Eigentlich geht es auch hier noch um das Schuppendach. Das hat Thomas jetzt aber nicht mit reingenommen. Kann er auch nicht, weil er die G8-Module von Q-Cells sicherlich gar nicht mehr kriegen würde. Ich weiß auch noch nicht, wie das nachher wird. Also in dem realen Angebot meines Installateurs soll das auch noch mit belegt werden. Wir haben damals gedacht, dass das Haus hier viel zu viel Schatten drauf wirft. Nun ist dieses Bild irgendwie, das hat der Martin gemacht, von Gewaltig Nachhaltig mit seiner Drohne. Weil hier steht auch der kleine Zoe hier hinten. Und ja, das war Ende März, Anfang April, irgendwie so in dem Dreh. Oder ja, knapp in erster Aprilwoche vielleicht. Ich müsste mal gucken. Vielleicht schreibt Martin ja auch drunter, wann er dieses Bild gemacht hat. Also wenn er hier war, das weiß ich nämlich nicht mehr ganz genau. Und da sieht man aber, dass, wie gesagt, das war eigentlich noch im Frühling und die Dachfläche ist hier nachmittags gewesen. Irgendwie, schätze ich, grob 3 Uhr oder so, ist hier voll in der Sonne. Und immer wenn ich dieses Bild sehe, was ja beim Drohnenflug in den Video, in meinen Ertragsvideos immer mit drin ist, ärgere ich mich über diese Ecke. Also die hätte mitbelegt werden müssen. Macht die Dächer voll, ist also wirklich richtig. Man müsste nur selber auch drauf hören. Gut, also um das Dach geht es. Das hat der Thomas dann sozusagen von mir, hat dann diese Ansicht gekriegt und ein bisschen grob die Dachmaße und wie die Module darauf passen und hat dann einen Belegungsplan gemacht, den seht ihr hier. Das ist also sozusagen der aus PV-Sol die Schattenanalyse, der Belegungsplan. Das wird also auch genauso, wie es nachher belegt werden soll. Da hier unten, da muss man nicht denken, da lassen wir Module weg. Dieses Dach ist in Wirklichkeit hier so weit drin. Das heißt, hier passt kein Modul mehr hin. Von daher, da ist also nichts weg. Und dann, wie gesagt, kommen hier die Module noch drauf. Bei dem realen Installateursangebot. Da weiß ich nicht genau, diese Schattenanalyse. Wie gesagt, hier nach der Analyse ist hier wirklich Schatten. Ich schätze es mal so auf 15 bis 18%. Wie gesagt, die Fläche hat Thomas auch nicht analysiert. Ich habe das selber gar nicht eingegeben. Von daher ist es mir auch relativ egal. Die kommen da hin und fertig ist das.
Einzige, wo ich da ein bisschen Angst habe, ist noch bei diesem Modul 23,76%. Das ist genau neben der Gaube. Da überlege ich, ob man nicht wirklich mal einen Optimierer verwendet, auch mal um zu sehen, wie das so funktioniert. Weiß ich nicht, muss ich meinen Installateur mal fragen. Eigentlich bin ich nicht für Optimierer, normalerweise würde ich keinen senden. Die Frage ist, ob man das Modul setzt, aber ja, wahrscheinlich setzt man auch das Modul. Diese eine leere Fläche würde mich ärgern. Vielleicht machen wir die Stecker so, dass wir die notfalls mal trennen können, dass ich mal ein Jahr mit dem Modul und ein Jahr ohne das Modul, falls es doch den String runterzieht oder so. Könnte man ja auch probieren. Keine Ahnung. Ja, muss ich mal sehen, ob wir den Joke machen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Gut. Das ist also die Dachbelegung. Dann kommen wir mal zu den Angeboten. So, ich müsste euch das Bild vielleicht auch zeigen, das wäre besser, ne? Gut, also nochmal von vorne. Also, hier hat er mir das Angebot gemacht für die 256 Watt Gebrauchtmodule, A75 Euro, macht 2850 Euro. Bisschen Unterkonstruktion, Stecker, Kabel und. Der Wechselrichter mit 1830 Euro. Das Ganze dann ein bisschen Personalkosten, 9.380 Euro insgesamt. Personalkosten hat er mir geschrieben, er alleine sozusagen und noch eine Hilfe. Wahrscheinlich meinte er mich. Ich gehe nicht auf ein Dach, Thomas, das tut mir leid. Wobei ich sagen würde, wenn wir das wirklich selber installieren, kann sogar passieren, dass wir am Ende selber installieren, erzähle ich noch was zu, dann würden wir da keine 40 Stunden zu brauchen. Ich hätte aber auch einen Dachdecker und einen Zimmermann, die das mit mir zusammen machen würden. Ich persönlich steige nicht auf ein Dach, also nicht auf ein so schräges Dach wie mein Hausdach. Da bin ich zu schissig für. Aber ich habe zwei gute Freunde, die das dann machen würden. Und der Dachdecker hat auch schon mal Pfannen für PV ausgeschnitten. So, dann zeige ich euch nochmal das Angebot mit den neuen Modulen. Das also sind 340 Watt Module. 115 Euro das Modul für 4.140 Euro dann. Unterkonstruktion, Stecker und dergleichen ist ja ähnlich. Hat er dann hier eine Elektrofachkraft, warum auch immer. Ja, weil er dann bei einer neuen Anlage, genau, da will er ja von der, wird ja eine ERG-Anlage, deswegen hat er hier die Elektrofachkraft noch drin. Personalkosten 1.200 Euro, wobei Elektrofachkraft für 500 Euro zum Anmelden, glaube ich nicht, dass ich das hinkriegen würde. Aber gut, das wären dann 10.670 Euro. Ich hatte auch mal ausgerechnet, die gebrauchten Module kosten 283 Euro pro KWP und die neuen 319. Wo sich dann also auch die Frage stellt, müsste man mal gucken mit Unterkonstruktion. Also die gebrauchten Module sind eigentlich sowas für eine Anlage, die man nicht anmeldet. Ist einfach so. Und eigentlich auch, wenn die Dachfläche keine Rolle spielt. So, wenn ich jetzt... Die kriege ich auch, glaube ich, gar nicht angemeldet. Weiß ich gar nicht. Wenn ich sie angemeldet kriege und ich baue dann 30 kWp, dann muss ich halt ein riesen Dach haben. Nachhaltig ist das, ja. Ob es sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber das kann Thomas vielleicht drunter schreiben, wie er das selber sieht. Es hat ja ein Nachhaltigkeitsding. Ist auch ganz gut, klar. Aber ich persönlich bin da nicht so dran an der Nummer. Also mein Dach hat ja nur eine begrenzte Größe. Ich will die maximale Leistung aufs Dach. Deswegen logischerweise würde ich immer die größeren Module, also die leistungsstärkeren Module aufbauen. Ist so. Aber ich habe das hier mal trotzdem gerechnet und dann kommt auch das nächste Problem. Wie rechnet man sowas jetzt? Also ich habe ja wie gesagt eine 11,36 kWp Anlage, die mit einem kleinen Speicher mich zu 87% autark machen soll. Gemäß des HTW Unabhängigkeitsrechners. Den ich auch wie immer unten verlinkt habe oder verlinken werde. Und das ist natürlich ganz kompliziert jetzt zu rechnen. Diese Dachfläche wird mehr einspeisen als alles andere. Das ist ja ganz klar. Ich habe dann hin und her gerechnet, wie ich ausrechnen kann, wie viel Prozent mehr Autarkie mir das bringt. Weil ich will diese Dachfläche alleine betrachten. Lohnt die sich alleine? Also in diesem Kontext. Und da müssen wir halt mal sehen. Und dann habe ich das mal versucht auszurechnen. Problem dabei ist, dass der HTW-Rechner diese Dimension der Anlage nicht mehr
machen kann. Das heißt, ich kann nicht eine 23, 24 kWp große Gesamtanlage eingeben mit nur 2200 Kilowattstunden Verbrauch. So ein Irrsinn hat die HTW gar nicht vorgesehen, na, dass jemand so viel PV baut für so wenig Verbrauch. Also gut, aber ist auch egal, ich mache es trotzdem. Und dann wollen wir mal eben kurz in die Berechnung starten. Und zwar gucken wir uns zuerst an die Berechnung der gebrauchten Module. Genau, so war es auch. Und da haben wir also hier die 9380 Euro, 10,07 Kilowatt Peak, 830 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak habe ich ausgerechnet. 8358 Kilowattstunden kommen raus. Mein Stromkosten, Vergütung habe ich jetzt die vom Januar genommen. Kein Mensch weiß, welche Vergütung ich am Ende wirklich kriege. 2200 Kilowattstunden pro Jahr ist mein Gesamtverbrauch und davon würde ich noch 5% mit dieser Anlage decken. Wie gesagt, die andere würde 87% machen und diese macht 5, sodass ich zusammen 92 hätte. Von diesen 5% sind 2,15% Direktverbrauch, der Rest müsste nochmal durch den Speicher. Alles grob gerechnet. Man kann es halt nicht ganz perfekt rechnen. Das heißt, mein gesamter Eigenverbrauch mit Wirkungsgrad ist gerade 122,54 Kilowattstunden und die Einspeisung das Maximum, also 8236. Seht ihr hier Ertrag, Eigenverbrauchswert, ein bisschen Mehrwertsteuer muss ich auch noch zahlen. Ertrag im Jahr 594,58, über 20 Jahre 11.891,69. Bisschen Gewinn bleibt über, 15,78 Jahre braucht das, bis es sich amortisiert hat. Und dann wollen wir natürlich auch gleich die Rechnung der anderen Module sehen. Also das ist dann sozusagen die Rechnung der größeren, der neueren Module. Das wären dann hier 12,24 Kilowatt Peak für 10.670 Euro. Wie gesagt, Elektrikerkosten nicht alle hundertprozentig drin. Wieder die 830 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak, 10.159 Kilowattstunden kommen raus. Strompreis, Einspeisevergütung bleibt ja alles gleich, Stromverbrauch ist auch gleich. Nur die Autarkie ist dann um 7% gesteigert, das heißt, ich käme mit der Anlage voraussichtlich auf 94% Autarkie. Ich kann fast nicht viel höher kommen, also die PV-Anlage dann zu vergrößern, macht dann fast keinen Sinn mehr. Dann müsste ich theoretisch den Speicher nochmal so verdoppeln oder so. Dann würde ich auf 99% irgendwann kommen. Aber wie gesagt, für diese 2-3%, man sieht ja hier, was die 7% bringen, da kann ich keine Speichermodule kaufen. Das lohnt sich einfach nicht. Also Autarkie mit Speicher dann 7% verbessert. 3,01 davon im Direktverbrauch. Also Eigenverbrauch 171,556, aber Einspeisung natürlich höher, weil die Anlage mehr produziert. 9.988 Kilowattstunden gehen ins Netz. 678,50 Euro Ertrag durch Einspeisung. Eigenverbrauchswert, na gute 50 Euro im Jahr, nicht ganz. Die Mehrwertsteuer ist hier falsch. Ah, Moment, das muss ich noch eben ganz kurz berichtigen. Ja, so passiert es immer, wenn man das erste Video versaut und das nochmal neu drehen muss. Ich hatte nämlich beim ersten Video leider keinen Stecker vom Mikrofon eingesteckt, sodass ihr mich nicht gehört hättet. Hört ihr mich jetzt eigentlich? Ja, ihr hört mich. Gut, also Mehrwertsteuer sind natürlich nur 1,88 Euro. Also 723,59 würde die Anlage im Jahr einen Ertrag bringen. Über 20 Jahre 14.471,81 Euro Gewinn. 3.800 Euro wird zu machen, Amortisationszeit 14,75 Jahre, Rendite 6,78%. So, was ist denn jetzt das Fazit dieser Geschichte? Also das Fazit ist, dass ich natürlich für mein Dach neue Module nehmen würde. Ich hatte vor kurzem ja sowieso was zum Thema PV-Erweiterung gemacht, was ich mal verlinken kann. Den Link setze ich gleich ab ganz vorne, dann könnt ihr euch das auch angucken. Ist ja noch nicht lange her. Also ich würde, weil mein Dach eine begrenzte Fläche hat, natürlich neue Module nehmen. Das leistungsfähigste immer, was es gibt. Und man sieht an diesen ganzen Rechnungen ja auch ganz deutlich, diese Anlage lebt nicht vom Eigenverbrauch. Diese Anlage würde nur sich amortisieren über die Einspeisung. Das heißt, ich brauche günstige, leistungsstarke Module. Also eine günstige Anlage insgesamt. Aber da gibt es demnächst noch eine kleine Überraschung. Das wird demnächst irgendwann mal verkündet. Seid da mal gespannt drauf, kommt irgendwann mal in so ein neues für Weiß nichts Welt oder auch
wenn der Installateur oder die Installateure, die noch kommen, mir wirklich meine Anlage anbieten, dann kann ich das da vielleicht auch verkünden, vielleicht auch beides, also mal einmal in einem neuen von aus Weiß nichts Welt oder irgendeinem News-Video sozusagen und dann nochmal vielleicht, ist auch egal. Also ihr erfahrt das noch. Und gut, also das heißt, die Anlage muss ich möglichst günstig bauen, damit es sich überhaupt rechnet. Dann kommt aber ja noch eine, wahrscheinlich eine Erhöhung der EEG-Umlage im April. Ich hoffe, dass sie im April kommt. Man munkelt jetzt auch schon, sie kommt für ganz 2022, mindestens eventuell sogar noch für 2021. Das wäre natürlich nett von dir, Robert, wenn du das machen würdest, dass meine 2021er-Anlage auch mehr Vergütung kriegt. Ich würde mich nicht beschweren. Also wenn es nur für 2022 kommt, dann würde ja auch diese Anlage die Vergütung der alten Anlage anheben. Also ich habe euch ja die Mischvergütung in dem anderen Video erklärt. Und der Vorteil wäre, diese Anlage wird wahrscheinlich nicht ganz so viel bringen wie die auf dem Schuppendach. Das heißt, eine Anlage, die weniger bringt, zieht normalerweise später gebaut das Vergütungsniveau runter. Wenn jetzt aber die Vergütung steigt, dann zieht die Anlage, die weniger einbringt, die andere Vergütung sogar nach oben. Darf man nicht vergessen. Ne? Das ist immer, also letztlich würde sogar meine alte Anlage dann mehr Vergütung bekommen. Durch die jetzt leicht schlechtere Hausdachanlage. Naja, egal. Wir werden es dann ausrechnen. Ich rechne es dann alles nochmal aus. Was ich dann auch ausrechne, ist, wenn ein endgültiges Angebot ist, wenn ich Spaßes habe, auch noch einmal die Gesamtanlage betrachten. Das heißt, die Amortisation meiner alten Anlage beziehungsweise und dann nochmal mit reinbringen und das mal einfach mal zusammendrücken. Was kostet alles insgesamt? Was bringt das dann insgesamt? Und, und. Aber letztlich ist eins klar, die Anlage muss günstig werden. Sonst wird sie sich nicht rechnen. Sonst ist sie nicht wirtschaftlich. Und das ist ja immer das Problem mit einem Wirtschaftlichkeitskanal. Und ich bin ja nun mal der Rechner, der immer Wirtschaftlichkeit anmahnt. Also 15 Jahre ist mir persönlich nicht wirtschaftlich genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ja, für die Umwelt werde ich Investitionen machen, selbst wenn es 15 Jahre sind, aber eigentlich möchte ich nicht über 10 Jahre, weil es kann ja auch mal was kaputt gehen und das wäre ja schlimm. Aber ich habe jetzt schon die Maßnahme, dass wahrscheinlich das wirtschaftlicher ist. Das kommt dann irgendwann. Gut, in diesem Sinne, abonniert mal den Kanal, wenn ihr auch die nächsten Sachen auch wissen wollt, was ich am Ende mache. Den Kanal abonnieren, kommentieren, diskutieren. Daumieren und teilieren. Gut, meinetwegen teilieren. UH 88, 89, 89, keine Ahnung. Teilieren. Machen wir. Gut, in diesem Sinne, ciao, ciao.